Moin Freunde, herzlich willkommen zu meiner Meinung nach dem großartigsten Spiel, das jemals geschaffen wurde. Pokémon Red, White, Blue, an unofficial Peter-Parodie. Ja, die Peter hat schon wieder zugeschlagen. Und zwar passend natürlich zum Release von Pokémon X und Y eine neue, ja, Parodie will ich es fast gar nicht nennen, weil das Spiel nicht genug ehrt, ein solch großartiges Projekt. Also ein neues Spiel herausgebracht, welches die finsteren Machenschaften und die dunklen und düsteren Ideale hinter der so scheinbar so schönen Pokémon-Welt offenbart. Wir sehen hier schon, Pikachu steht auf dem Burgerbratgerät und links guckt ein bösartiger McDonald's-Clown hinzu. Das kann ja nur heiter werden, Leute. Ich habe schon richtig Lust auf dieses Spiel. Das wird super. Da oben ist natürlich hier nochmal einer der großartigsten Spieleentwickler des letzten Jahres erwähnt. Und ich denke mal, wir können uns einfach nur glücklich schätzen, dass wir mit solch tollen Spielen gesegnet sind. Nicht wahr, Freunde? Denn ich finde, eine Kompanie, die sich für den Tierschutz auch einsetzt, wie die Peter, die muss auch mal ein bisschen Spaß verstehen. Und ich finde, das hier ist auch wirklich eine wichtige Sache, die sie für den Tierschutz beitragen. Sie zeigen einfach mal, wie es dem Pokémon wirklich geht. Denen geht's gar nicht so gut, wie wir immer denken. Nein, die sind mega unglücklich, weil die vom bösen Ronald McDonald gebraten werden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ist ein Flash-Game übrigens. Ich werde euch natürlich den Link hier in die Videobeschreibung packen, denn ich denke, ihr wollt ganz genauso viel Spaß mit diesem Spiel haben wie ich. Und ja, also fangen wir einfach mal an. For generations, humans have claimed to love Pokémon, but if Pokémon came to our world in real life and saw how we treat animals, would they love us back? Would you feel that Pokémon games have a part in reducing our empathy for animals? Would they feel like it's completely ridiculous that Nintendo releases two versions of essentially the same game and has the audacity to release a slightly different version a couple of years later? And what would humans do to Pokémon if they got their hands on them in the real world? Also jetzt brauche ich das zu übersetzen, Leute. Ich versuch's mal. Generationenlang haben die Menschen behauptet, sie würden Pokémon lieben. Aber wenn die Pokémon in unsere Welt kämen, im echten Leben, und sehen würden, wie wir die Tiere behandeln, würden sie uns auch lieben? Würden sie fühlen, dass die Pokémon... Was? Würden sie fühlen, dass die Pokémon-Spiele einen Teil darin haben, dass wir unsere Empathie für Tiere reduzieren? Was? Wollen die mir damit weismachen? Würden sie fühlen, dass es komplett lächerlich ist, dass Nintendo zwei Versionen desselben Spiels, des mehr oder weniger selben Spiels, gleichzeitig veröffentlicht und dann auch noch ein paar Jahre später eine wenig andere Version veröffentlicht? Und wie würden die Menschen, die Pokémon behandeln, wenn sie ihre Hand auf sie legen könnten im echten Leben oder so ähnlich? Ich werde das ab jetzt nicht mehr übersetzen, ihr könnt ja alle Englisch, ist doch egal. Ich weiß, was da steht, aber ich bin kein guter Übersetzer. Die sehen ja alle schon mega glücklich aus hier, die Viecher, da kann ja nur heiter werden. Mysterious Stranger, a battle is in progress. Are you late, too late to help? Das verletzte Milchunk. Das ist so schön blutig, das Spiel, so muss das. Los geht's. I've taught you 4 times already, you old cow. We own you. Mysterious Stranger uses Dehorning. Ach, das ist ja böse. Och, das arme Milchunk. Why would you do this to me? Didn't your mother teach you about kindness? My mother taught me Pokémon are mine to use and abuse in any way I want, and right now I want to satisfy my hungry customers. Mysterious Stranger uses Butcher. Bam, bam. Lege. Das verletzte Milchunk fällt in Ohnmacht. Pikachu kommt ins Spiel. Yay! I can't believe this. You think it's okay to feed Miltank to people. Prepare for trouble. How to play. Select fight or change Pokémon. Use attacks that exploit an opponent's weakness. Defeat all the opponents to free all Pokémon. Also wir können hier kämpfen auswählen, also fight, oder wir können das Pokémon wechseln. Wir müssen unserem Gegner brutzeln und braten und wir müssen alle Gegner besiegen, um alle Pokémon zu befreien. Was haben wir denn noch für Pokémon? Nein, wir haben keine weiteren. Das ist ja schlimm. Da muss ich ja kämpfen. Los geht's. Slam, Group Hug, Protest oder... Was sind das denn für Attacken? Machen wir mal Gruppenumarmung. Ja! Yay! Oh, ist das nicht herzig. Was? Pikachu's smothered Mysterious Stranger with a loving embrace? Ach, wir können so seine Verteidigung senken, wenn wir ihn liebevoll umarmen. Das ist ja geil. Aber jetzt kommt hier wieder Dehorning. Aber Pikachu hat doch gar keine Hörner. Das funktioniert doch nicht. Was? Da
Das gibt's doch nicht. Es ist nicht besonders effektiv. Okay, Leute, jetzt habe ich genug. Jetzt mache ich einen Protest hier, wie die Peter. Protest! Lover, not a fighter. Ich hau dir mit meinem Schild und meinem Megafon eins über den Kopf. Hyper, hyper. Pikachu, beat down on mysterious stranger with some powerful words. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Ach so, der Angriff sinkt. Wieso habe ich eigentlich wieder so... Ach so, ich habe nicht wieder volle Leben. Der will mir wieder die Hörner abschlanden. Wie Pikachu guckt, ne? Bestes Spiel. Okay, jetzt habe ich aber genug. Jetzt wirst du gefrieselt, mein Freund. Bam, bam, bam. Wie der Gegner guckt, ist noch viel geiler. Dieser Typ ist super. Der hier, der mysteriöse Fremde. Und der will mich wieder... Der hat auch nur Dehorning, ne? Kann ich den eigentlich fangen? Das wäre besonders cool, wenn ich den auch fangen könnte. Und Slam, wie sieht das aus? Boom. Inwiefern war das jetzt ein Slam? Mutig hat Pikachu den mysteriösen Fremden geschlagen, weil es ja so mutig ist, jemanden zu schlagen und damit dafür zu strafen, dass er jemand anderen schlägt. Also Gewalt gegen Gewalt. Ihr versteht das. Das ist das beste Konzept, das es jemals in der Moralphilosophie gab. Oh, die Menschen von Einal essen Pokémon oder etwa nicht. Jetzt rede ich schon wieder, übersetze ich das schon wieder. Nur manchmal und wir versuchen, ich habe außerdem die Stimmen vertauscht, nur manchmal und wir versuchen und kämpfen dafür, dass das ändert. Jeder weiß, dass das eklig ist. Wo ich herkomme, essen wir andere Lebewesen die ganze Zeit. Wir werden das bereits von unserer Kindheit auf gelehrt, dass wir die Herren der Welt sind. Und deswegen gucke ich gerade wie so ein Lackaffe, nee, wie so ein Luftballon, den man hinten mal langsam einen Stöpsel rauszieht, hier raus, wusch, wusch, wusch. Ich weiß gar nicht, ob man den Mauszeiger sieht, aber das ist ja auch egal. We use lesser beings as our entertainment, our clothing and even our food. Ja, also hier, das ist jetzt eine Anspielung auf Zirkus, Lederklar und Pelze, Essen. Also all das, wofür ich eigentlich auch nicht bin, aber trotzdem finde ich dieses Spiel natürlich absolut lächerlich, weil ich Pokémon ziemlich geil finde und es ziemlich bescheuert ist, ein Spiel zu kritisieren. Man könnte so viele sinnvolle Sachen für den Tierschutz machen und was macht die Peter? Sie veröffentlicht ein Spiel. Slow Clap. Aber die Musik ist geil, das muss man denen lassen. Das Pokémon-Universum, was reinforces? Ach, das verstärkt diese Nachricht, indem es uns beibringt, dass Pokémon das Eigentum von Menschen sind. Und wir dürfen sie benutzen und missbrauchen, wie immer wir wollen. Und du, Pikachu, du spielst eine größere Rolle dabei, als du denkst. Das ist nicht, worum es in Pokémon geht. Wir existieren aus unseren eigenen Gründen. Geh einfach wieder zurück, wo du herkommst und lass uns alleine. Och, jetzt heißt der Stranger tot, der Arme. Oder er ist einfach weg. Miltank joins the party. Miltank ist geschlachtet worden. Warum? Jetzt kriegen wir einen Schnitzel. Geil. Schnitzel. What? Ja. What is this Pokémon's name? Er tut mir leid. Aber so war das doch. Schnitzel, sagt. Danke, dass du Mitleid mit mir hattest. Gerne doch. Tschüss, ich sehe euch noch, Pokémon. Die Overworld ist auch wieder so geil. Und er verschwindet durch ein mysteriöses Portal. Das ist die beste Story, die ich je gesehen habe. Geil. Oh, er hat irgendwas zurückgelassen. Eine Truhe. Und da dürfen wir uns jetzt sicher irgendwelche coolen Tiermissbrauchsvideo anschauen. Aber das wollen wir nicht. Ja, ich bin mir sicher. Schnitzel sagt, lass uns was? Vielleicht sollten wir einfach nur loslaufen. Ja, also die ganzen Videos von irgendwelchen Tieren, die missbraucht werden, die kennt ja jeder und so weiter. Deswegen dürft ihr euch die gerne hier anschauen, aber ich mache das jetzt hier nicht im Let's Play. Vielleicht stürzt dann auch die Aufnahme ab und außerdem weiß ich nicht, ob mir dann YouTube sagt, das Video könnte für einige abstoßend sein und ist ab 18. Dabei will ich auch nur meinen Spaß haben hier. Und ihr wisst, wie sehr ich für die Tierrechte stehe. Deswegen kann man mir jetzt auch nicht vorwerfen, dass ich das Spiel überhaupt nicht ernst nehme, obwohl ich das natürlich nicht tue. Aber das Thema, was dahinter vielleicht irgendwo nach Meinung der Peter steht, natürlich schon. Schnitzel wundert sich, wo wir sind. Das frage ich mich auch. Die laufen ja die ganze Zeit dieselbe Textur entlang. Mensch, Peter. Wenn ihr schon so einen Scheiß macht, dann macht's wenigstens richtig. Das ist, wo der komische, seltsame Fremde vorherkam. Ich sehe ein großes, gelbes M vor uns. Ja, wir merken jetzt gleich die geile Story. Das muss McDonald's sein. Das muss McDonald's sein, wo sie lebende, fühlende Kreaturen in Essen umwandeln für die gemeinen Menschen. Na, wo ist denn jetzt Mc's? Mit dem Blut am M, auch ist das schön. Schnitzel, was? Du bist im Fenster. Kostenloses Pokémon-Spielzeug mit jedem Happy Meal.
Sie haben Pikachu? Irgendwelche anderen Viecher, die ich nicht kenne. Spielzeuge. Wie konnten Sie nur? Sie benutzen mich, weil ich so süß bin, um Todesburger zu verkaufen. Ja, 5 Euro, wenn einer von euch zu Mc's geht und einen Todesburger bestellt. Ich habe das überhaupt nicht, da gar nicht zugestimmt. Die dürfen das gar nicht. Das ist totale Vergewaltigung meiner öffentlichen Rechte. Bring mir einen Anwalt. Da ist einer. Entschuldigung, kannst du uns helfen? McDonald's Customer, wow. Echte Pokémon, ich liebe euch. Ich liebe eure Spiele so sehr. Oh, du konntest einfach Pikachus Gesicht in einem Pinball-Spiel schlagen und ich würde es kaufen. Oh, warte, das haben sie schon gemacht. Ist das, woran diese Folter und das, der Mord an lebenden Kreaturen herkommt und warum sie das als Lebensmittel verkaufen? Sie töten da hier keine Tiere, aber sie verkaufen sie als Essen und lasst mich euch sagen, sie sind echt lecker. Bacon. Ich mag Fleisch. Chicken Nuggets sind wie meine Familie. Der sieht ja auch schon so richtig geil aus. Ihr esst Tiere? Was? Ihr liebt Pokémon? Ich verstehe den Unterschied nicht. Tja, Peter, und es ist so traurig, dass ihr den Unterschied auch nicht versteht, weil Pokémon sind fiktive Wesen und Tiere sind Tiere. Ah, ihr seid keine Veganer, oder? Oh Mann, wie findest du einen Veganer auf einer Abendessensparty? Keine Sorge, sie werden es euch schon sagen. Schlechter Fleischesserwitz an dieser Stelle. Haha, Mann, ich liebe Fleisch. Hey, ihr beide sieht eigentlich auch ganz lecker aus. Ich wette, wer immer euch besitzt, würde nichts dagegen haben, wenn ich ein bisschen nehme, oder? Wenn wir Tiere in eine Farm stecken können, warum nicht Pokémon? Lass uns ein paar, Fütterungen durchgehen und euch wirklich wachsen lassen. Oh, ich würde es lieben. Bereitet euch darauf, heruntergewählt zu werden oder was auch immer. Oh nein, der McDonald's-Kunde. Hammer, der sieht echt geil aus. Und der hat voll die epische Battle-Theme. Yeah, da merkt man schon, das ist ein Badass. So, Pikachu, du gibst ihm jetzt mal einen ordentlichen elektrischen Schlag. Oh mein Gott, der macht eine DOS-Attack? Das geht doch nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Ja, irgendwie ist der McDonald's-Customer, der ist schon ein stärkerer Gegner. Ich habe ja schon gesagt, wer so eine Battle-Theme hat, der ist ein Babu. Und Slam, was kann das? Oh, das ist schon stärker. Oh, jetzt beißt er in unser Pikachu rein. Das kannst du doch nicht machen. Jetzt müssen wir mal dringend Schnitzel in den Kampf schicken. Los, Schnitzel! Was, der macht jetzt wieder eine DOS-Attacke auf meinen Schnitzel? Was soll das denn heißen? So, Schnitzel, mach mal Rollout. Batz! Oh, da muss er auch ganz schön wehtun. So, aber jetzt wird der Typ hier... Was? Der... ist jetzt voll gemein und sagt irgendwelche bösen Sachen. Okay, Schnitzel, nochmal ein Schnitzel auf den werfen. Schnitzelschlacht. Yeah. Der meint nochmal ein bisschen meinen Schnitzel zu erniedrigen. Das kannst du doch nicht machen, Junge. So, noch einmal, oder jetzt machen wir mal diese Sehnkopfnuss. Bam. In die Klöten. Du willst mich töten, das ist sehr effektiv. Du hast meine Kindheit ruiniert. Oh, das ist ein bisschen dramatisch, denkst du nicht? Pokémon-Spiele sind einfach nur da, um spaßig zu sein. Warum müsst ihr alles so ernst machen? Ja, da hat er recht. In einer Welt, wo Tiere getötet werden, um irgendwelche Geschmackszellen zu befriedigen, denkst du nicht, dass es auch wichtig ist, Freundlichkeit über... Ich verstehe nicht alle Wörter, tut mir leid. Was, wenn Pokémon in dieser Welt leben würden? Von den Menschen, die ich bisher gesehen habe und der Werbung am Fenster, würde ich glauben, dass wir alle in Ausnutzung und Missbrauch leben würden. Aber es ist ein Spiel. Oh, wieso kommt jetzt Pummeluff? Nein, nicht mein Lieblings-Pokémon, nicht Pummeluff. Da verlasse mich nicht. Okay, wie nennen wir jetzt Pummeluff? Wir haben jetzt schon einen Schnitzel, dann machen wir das, ist jetzt Cordon Bleu.
Endlich bin ich frei. Ich habe Hunger. Mein Besitzer hat mich seit einer Woche nicht gefüttert. Oh, du siehst ein bisschen weniger pummelig aus. Oh, mein Besitzer sagt, er liebt mich, aber er hat mich behandelt, als wäre ich sein Besitz. Wie ein Möbelstück oder ein Spielzeug. Ich bin so glücklich, dass ich frei bin. Ich fühle ein Lied kommen. Nein, nein, später, später. Wow. Da sind Protestanten gegenüber von McDonald's. Team Plasma. Sie sind hier, um für die Rechte der Tiere und Pokémon zu kämpfen. Ist Team Plasma nicht der Bösewicht aus Pokémon Schwarz und Weiß? Ach, die Peter. Ich feiere sie ja irgendwie. Hey! Seid ihr von Team Plasma? Nein, ich bin von der PETA. People for the Ethical Treatment of Animals. Wir glauben, dass Tiere nicht unseres sind und wir dürfen sie nicht essen oder in irgendeiner Weise missbrauchen. Auch Pokémon? Auch Pokémon. Mensch, ihr klingt ja geil. Seid ihr alle so geil aus? Möchtet ihr vielleicht meine neue Ballade über Pokémon-Befreier hören? Aber könnt ihr uns helfen, McDonald's und die Menschen, die uns verkaufen, um das Essen von gefolterten Tieren zu promoten, zu stoppen? McDonald's tötet Tiere und manche sind und jemand erlaubt denen, das Pokémon zu benutzen. Ich kann gerade nicht so eben mal eben dolmetschen, tut mir leid. Also McDonald's tötet Tiere und jemand lässt die Pokémon benutzen, um Menschen den Glauben zu machen, dass es alles okay ist. Ich kann dir sagen, wo McDonald's Verstärkungsschlachthaus ist. Vielleicht hilft das. Und bitte nimm dies wie einen Good Luck Charm, also als viel Glück. Nein, wir ignorieren auch diese Tour. Ihr könnt euch das alles ja selber mal geben. Ihr wisst ja, wie solche Videos sind. Oh, verdammt, jetzt kommen auf einmal zwei Schlachthausjungs. Boah, ja genau, so sehen die alle aus. Also die von der Peter haben meistens so Frisuren. Halt! Wie bist du aus deinem Käfig entkommen, du Kuh? Ich bin nicht mal eine Kuh, ich bin ein Schnitzel. Wenn wir dich melken können, bist du eine Kuh. Wir haben noch genug Käse, den wir machen müssen. Meine Milch ist für meine Kinder, lasst mich in Ruhe. Wir müssen diesen Platz jetzt leider schließen und wir werden euch jetzt wieder mal böse behandeln, weil Gewalt immer mit Gewalt zu behandeln ist. So, Schnitzel, du weißt, was zu tun ist. Hau den Dicke in die Klöten. Oh, Meat Cleaver. Die haben einen blutigen Schnitt aus dem Schnitzel genommen. Das klingt gut, Freunde. Warum ist das alles eigentlich nicht besonders effektiv, was Schnitzel hier macht? Kann's doch nicht sein hier. Bullhorn! Hyper, Hyper! Wir haben die Schnitzel-Leute verwirrt und die haben sich selber verletzt. Das ist ja gut. Und jetzt Other Madness. Was zum Fick war das? Und die bewerfen uns mit pinkem Schleim. Das geht doch nicht. Aber das hatte auch keinen Effekt. Was war das denn? Okay, Cordon Bleu muss es jetzt machen. Los, Cordon Bleu, du weißt, wie das geht. Okay, sie lachen Cordon Bleu leider platt, weil sie jede Menge Elektrizität drauf senden. Wie gemein! Jetzt singt mal ein Lied, Cordon Bleu. Wer hat noch nie davon geträumt, von einem Cordon Bleu in den Schlaf gesungen zu werden? Na, sag das mal. Was sind das denn alles für schlechte Attacken? Gemüse-Lady! Wir haben sie verwirrt, indem wir ihnen einen besonders coolen Salat gegeben haben. Oh Gott, ist dieses Spiel bescheuert. Und Shame? Wir haben die mit ein paar Freunden zusammengegriffen. Das ist feige. Viele gegen einen ist feige. Peter, wisst ihr das noch nicht? Mensch, Mensch, Mensch. Oh, die bewerfen uns wieder mit pinkem Schleim. Das könnte es gewinnen. Nee, das... Oh Gott. Jetzt ist Cordon Bleu giftig. Wer kommt denn auf die Idee, ein Cordon Bleu zu vergiften? Also wirklich. Das geht zu weit. So, aber das Cordon Bleu ist immer noch nicht tot. Können wir das nicht mal... Stirbt das nicht, das Vieh? Krank. So, jetzt ist Cordon Bleu tot.
Aber es kann natürlich wiederkommen. Deswegen ist dieses Spiel auch nicht besonders moralisch, weil egal ob irgendwas stirbt, es kommt eh wieder. Aber gut, elektrisieren wir mal die beiden Senkel da auf der anderen Seite. Oder sie nehmen einen Schnitt von Pikachu, was ich echt gemein finde. Aber das reicht uns nicht. Wir werden diese Schlachthausleute kaputt schlanden. Oh, wer ist das denn? Ja, das Pokémon kenne ich leider nicht. Das ist irgendein komisches, abgehalftertes Ding. Aber wir haben jetzt einen Schnitzel, wir haben ein Cordon Bleu, fehlt noch ein Rump Steak. Was ist das für ein Pokémon? Vielleicht ist es ein Shiny Relaxo? Nein, ich bin ein seltenes Grimassen-Pokémon. Ich bin eine Mutation, die von McDonald's vor vielen Jahren kreiert wurde, um Kinder davon zu überzeugen, dass ihre... Was? Um Kinder davon zu überzeugen, dass sie das Essen... essen können, das von gefolterten Tieren kommt. McDonald's benutzt sie nicht mehr in ihren Happy Meals. Und jetzt wollen sie die Kinder ködern, indem sie die beliebtesten Pokémon einsetzen. Sie benutzen was ist denn das für Nomen? Also Niedlichkeit, um zu verdecken, dass sie Böses tun. Ich bin überrascht, dass sie mich nicht gefangen haben. Ich bin definitiv ein hochprozentiges Pummeluff. Zusammen können wir McDonald's, die böse McDonald's-Vereinigung stoppen und wir können jedem helfen, Veganer zu werden. Diese Richtung! Ja! Hallo! Pikachu, Ash, was machst du denn hier? Oh, ich habe gehört, du bist hast Probleme. Ich bin dir gefolgt und dann bin ich in ein paar Leute von der PETA gerannt, die da lang gelaufen sind. Sie haben dieses coole T-Shirt an mich geschenkt. Danke für das Angebot von Hilfe, Ash, aber wir sind schon okay. Das freut mich. Und ich bin nur gekommen, um diesen Menschen in dieser Welt zu helfen, in der Weise, in der du mir geholfen hast. Das bezieht sich jetzt wahrscheinlich aufs Vorgängerspiel, das habe ich aber nicht gespielt. Zeige ihnen, wie sie alle befreien können. Aber hey, there might be Intel in here to help you. Oh nein, lasst mich in Ruhe mit euren Scheiß-Schatzkissen. Oh, da ist Ronald McDonald. Ich sehe schon, ihr habt das Grimassen-Pokémon befreit. Wenn es euch keine Probleme... Es macht mir keine Sorgen. Kinder von heute haben noch nicht mal von ihm gehört. Ihr süßen Pokémon sind, was unsere Burger wirklich verkauft. Wegen euch haben wir Millionen weitere Burger verkauft, Chicken McNuggets verkauft, Filet-O-Fish, was auch aus toten Tieren gemacht sind. Oder toten Freunden. Ja, nein, wir haben Tod aus toten Tieren. Was? Ach so, von euren toten Tierfreunden zu Kindern, die euch lieben. An Kinder, die euch lieben, verkauft. Und wir haben all die... Ah, nee, das ist mir jetzt zu kompliziert, das zu übersetzen. Das ist für all die gefolterten Flemlis und Carpadors. Die große Dunkelheit erscheint. Der Typ ist echt creepy. Aber Pikachu wird's schon reißen. Hier, Slam! Ronald McDonald, der wird jetzt geplättet. Das ist natürlich... Was? Dem McBrand. Oh, der hat mir jetzt ein Brandzeichen verpasst. Das ist ja gemein, das kannst du nicht machen. Jetzt muss Rumpsteak es wieder richten. Hier, komm, das kann das doch. Mach mal hier Poison Jab. Bats! Oh, ich habe einen Giftschlag auf Ronald McDonald ausgeübt. Das ist aber nicht sehr effektiv. Und der macht jetzt McPunishment und zieht mir eins mit der Basie über, ne? Luisa ist dabei und so, versteht er? So, Pursuit. Bam, bam, bam. In die Klöten. Und das soll moralisch irgendwie wertvoll sein. Es ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und ein Brandzeichen. Das feige. So, Paint. Batz, ich werf dich mit Farbbomben ab. So wie das gute Protester machen. Jawohl. Und er versucht wieder, mir eins mit der Basie zu geben. Das ist einfach nur gemein. So, Bulk up. Was zum Fick? Oh, die Attacke ist gestiegen. Die Verteidigung ist gestiegen. Und trotzdem wird das Rumpsteak besiegt. Nicht das Rumpsteak. Jetzt muss Schnitzel es wieder reißen. Los, Schnitzel. Okay, Zen-Kopfstoß. Wir regeln das.
Oh Gott, jetzt wird wieder ein Brandzeichen auf unser Schnitzel gesetzt. Haben wir denn gar keine Tränke oder so? Das Spiel ist gar nicht so einfach, merke ich gerade mal, Leute. Und wenn ich ohne irgendwelche Tränke oder Möglichkeiten, mich zwischendurch zu heilen, und bei dem zunehmenden Schwierigkeitsgrad werde ich das nicht mal eben so jetzt durchspielen. Zen-Kopfstoß. Nee. Und jetzt macht er hier noch eine Bärenfalle. Ja, das war's mit Schnitzel. Alle tot. Game over. Wir wurden im Kampf besiegt. Wir suchen unsere Rettung im nächsten Pokémon Center, wo wir uns nochmal erholen können, bevor wir nochmal versuchen, diese böse Beschwörung aufzudecken, welche ihre Pokémon für so böse Absichten benutzt. Ja, fortsetzen. Ach, jetzt können wir auch wieder in dem Kampf anfangen. Dann machen wir das noch schnell fertig. Aber Leute, das Spiel ist, denke ich, auch dann nach diesem Kampf beendet. Es tut mir sehr leid, es hat mir auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Das ist nämlich wirklich eine meisterliche Sache, dieses Spiel. Also ich bin wirklich hellauf begeistert, vor allem von diesem geilen Clown hier. Der sieht echt gut aus. Aber ewig geht's halt nicht mehr. Slam! Ihr hört übrigens Mausklicks, weil das mache ich gerne, dass ihr Mausklicks hört. Ah ja, irgendwie ist der Ronald McDonald ein bisschen overpowered, habe ich das Gefühl. Aber gut, das ist ja auch egal. Am Ende kriegen wir eh nur noch mal ein Video, wie McDonald's ihre Kühe behandelt, und dann ist das Spiel, denke ich, vorbei. So, ja, jetzt Rumpsteak. Machst du das? Was war denn gut? War Bulk Up gut? Nee, Bulk Up hat erstmal die Werte erhöht. Ja, stimmt, da müssen wir erstmal machen, damit wir hier nachher geil ihm auf die Fresse hauen können. Ey, dieses Vieh sieht aus, ne? Unglaublich sieht das aus. Hier nochmal Bulk Up. Also Leute, ich will auch mit diesem Let's Play natürlich kein Statement im weitesten Sinne aussprechen. Ich bin ja ein Vertreter des Tierschutzes, nochmal für alle, die jetzt hier denken, Scully, wieso machst du so einen Scheiß? Ich bin natürlich ein Vertreter des Tierschutzes, aber ich finde so ein Spiel einfach totalen Stuss. Der hilft den Tieren, die irgendwo gefoltert werden, gar nicht. Damit macht sich die Peter nur noch lächerlicher, als sie ohnehin schon ist. Und außerdem macht Pokémon überhaupt nichts Böses. So, mit diesen Worten schlage ich Ronald McDonald jetzt nochmal in die Eier. Das war sehr effektiv. Jetzt schauen wir doch mal, wer hinter der Clownmaske steckt. Ach, du bist nur ein Mann. Nein, nicht nur ein Mann. Ein sehr reicher Mann. Bist du und deine kleinen Freunde kamen mit ihrer Nachricht von Freundlichkeit für alle Lebewesen. Was hat passiert? Was ist zu der zu dem Motto benutze Pokémon für deinen eigenen Profit? Was ist daraus geworden? Ich vermisse Team Rocket. Cordon Bleu, erinnert ihr euch, wie wir das Global Terminal benutzt haben, um Pokémon-Befreiung zu bewegen, ja, to encourage Pokémon Liberation. Das kann man alles nicht so wörtlich übersetzen, und um mir eine gute Übersetzung zu überlegen, fehlt mir jetzt gerade die Spontanität. Vielleicht sollten wir einfach McDonald's-Fotos teilen, welche wir auf dieser Werbeplattform gefunden haben, oder auf dieser Kommunikationsplattform gefunden haben, um Menschen dabei zu helfen, festzustellen, wie sie von großen Unternehmen betrogen werden und wie sie dazu verführt werden zu denken, dass Pokémon und Tiere ihnen gehören und sie von ihnen benutzt und getötet werden dürfen. Ja, wir müssen diese Bilder auf Facebook teilen. Mein alter Besitzer hört nie auf, über das legendäre Pokémon namens Reddit zu reden. Wir sollten es mit Reddit teilen. Wir sollten es auch auf Reddit teilen. Und mit Peter, die sind einfach nur geil. Denkt ihr, die Menschen werden aufhören, McDonald's zu unterstützen und vegan werden, wenn sie diese Bilder sehen? Wenn sie verstehen, wie die Tiere leiden? Ja, natürlich. Selbst Menschen können sich weiterentwickeln. Oh, und damit ist das Spiel fertig. Kongratulation, du hast gewonnen. Du hast die böse Beschwörung aufgedeckt, die daraus bestand, dass süße Cartoon-Charakter benutzt werden, um das Mitleid der Kinder zu zerstören und um Essen zu verkaufen, das aus gefolterten Tieren produziert wurde. Wenn du denkst, dass Mitleid zu promoten über... Also wenn du eher in das Mitleid, das Promoten von Mitleid glaubst, als die Ausnutzung, als die
als das Ausnutzen, sagen wir es einfach so. Sprich für die Pokémon- und Tierverfreiung und teile diese Nachricht für alle Lebewesen, also diese Nachricht dieser Geilheit und so weiter. Und bleib dabei für Pokémon Lila, eine weitere Peter-Parodie, ein Re-Release von diesem Spiel ohne weitere Verbesserungen, weil es nicht Pokémon wäre, wenn wir nicht Soja melken würden für all ihr Geld. Haha, was für ein lustiges Wortspiel. Spiel nochmal und tippe Peter in einem Kampf, um besondere Hilfe zu erlangen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich teile das Video bestimmt auch nicht auf Facebook und werde euch jetzt auch nicht meine geilen Schätze zeigen, sondern ich denke, ich habe von diesem Spiel jetzt bereits viel zu viel Zeit, in dieses Spiel bereits viel zu viel Zeit investiert. Jetzt muss ich erstmal wieder irgendwie normal werden. Keine Ahnung. Wenn ihr auch denkt, dass das hier völlig bescheuert war, aber irgendwie lustig, würde ich mich selber eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht zu ernst und schaltet dann auch wieder in meine richtigen Projekte ein. Musste einfach jetzt mal sein, aber ich denke, vielleicht werde ich öfter so Flash-Games spielen. Wahrscheinlich nicht immer so ein Blödsinn, aber Flash-Games generell sind ja nicht schlecht, Freunde. Ich würde mich über Kommentare freuen. Macht's gut und bis denne, euer Scully der Rallye-Tag.